willkommen zu meinem neuen Video. Ich wollte heute mal mit euch ein Squishy basteln. Und dafür braucht man ja so schwierige Materialien, also die keiner wirklich zu Hause hat. Zum Beispiel, ich weiß, mein Squishy ist ja schon halb kaputt. Und zwar diesen Schaum hier. Und man weiß eigentlich nicht, woher man den bekommt oder so. Und deswegen wollte ich heute ein Papier-Squishy mit euch machen. Mit Sachen, die jeder zu Hause hat. Ja, das ist ein Papier-Squishy, also ein Squishy aus Papier. Natürlich ist er nicht so perfekt wie dieser hier zum Beispiel. Aber hey, trotzdem ist ein Squishy, okay? Und ja, also ich zeige euch heute, was ihr dafür braucht. Und die Sachen hat wirklich jeder zu Hause. Und zwar braucht ihr Dixo. Ja, ich nehme jetzt einen dicken und einen dünnen. Eine Schere. Stifte. Und natürlich das Füllmaterial. In meinem Fall sind es so Taschentücher. Ihr könnt auch Zeitungspapier nehmen oder was ihr sonst noch findet. Und natürlich ein Blatt Papier. Als allererstes falten wir mal unser Papier in der Mitte. So, jetzt zeichnen wir den Umriss von unserem Squishy auf. Also ihr könnt Tiere nehmen oder was ihr sonst wollt. Ich will so ein Panda-Squishy machen. Und deswegen zeichne ich jetzt einen Panda drauf. Jetzt müssen wir zwei Teile erhalten, weil wir das Papier einmal gefaltet haben. Und ja, und jetzt legen wir das halt so zusammen und müssen es so mit Klebeband zukleben. Aber wir müssen noch eine Öffnung lassen, damit wir dann unser Füllmaterial hineingeben müssen. So, ich habe das alles jetzt mit Klebeband zugeklebt und ich habe auch eine kleine Öffnung gelassen. Und jetzt nehmen wir unsere Taschentücher oder Zeitungspapier oder sonst irgendwas. Ich finde, Taschentücher eignen sich hier sehr gut. Und die müssen wir dann so in Streifen reißen. Also unsere Taschentücher. Da. Wir haben das jetzt in viele Streifen gerissen und das füllen wir jetzt in unseren Squishy hinein. Ja, also wir befüllen unseren Squishy. Ah nee, Entschuldigung. Bevor wir das einfüllen, müssen wir den ganzen Squishy zuerst mit dicken Klebeband, Also wir müssen auf den Squishy dickes Klebeband drüber kleben. Wir können es auch mit dünnen natürlich machen, aber mit dem dickeren ist natürlich praktischer, weil es gleich eine große Oberfläche beklebt und ja. Also nicht die Öffnung verschließen, nur halt den Panda selbst. Dann ist unser Squishy auch gleichzeitig auch wasserdicht. Ja, also dann den Rest halt, der hier herausschaut, einfach abschneiden und hinten auch bekleben. So, also ich habe jetzt da oben und da also die ganze Oberfläche vom Panda mit Klebeband zugeklebt und dann habe ich es dann halt mit unserem Füllmaterial, also in diesem Fall mit Taschentüchern befüllt und dann diese Öffnung, die wir gemacht haben, zugeklebt und ja, tada, schon sind unsere beiden Squishies fertig. Ich habe einen Panda und einen Hamster gemacht und einen Kackhaufen. Nee, Spaß. Den habe ich gekauft. Ja, also den Panda habe ich mit Taschentüchern, wie ihr wisst, schon befüllt. Und den Hamster habe ich mit diesen Schwämmen hier befüllt. Diese Schwämme erkennt ihr, die, mit denen man putzt und so. Und ja, also dann muss man einfach da die graue Seite wegschneiden. Und diesen Schwamm selber in kleine Quadrate schneiden. Und es da reingeben. Und die Lücke, die wir gemacht haben, klebt einfach mit Klebeband wieder zu. Dann sind eure Squishies auch schon fertig. Und zwar finde ich das mit dem Schaum viel besser, weil es einfach weich, ja, und es ist mehr squishy als das mit den Taschentüchern. Ich finde, das ist das beste Füllmaterial für so ein Papier-Squishy. Ja, aber wenn ihr nicht so welche Schwämme zu Hause habt, dann könnt ihr auch Taschentücher nehmen. Das geht ja auch. Und ja. Also das ist ein ganz einfacher, cooler Papier-Squishy mit unkomplizierten Materialien, die jeder zu Hause hat.
Mir gefällt sehr gut diese Idee. Und wenn euch diese Idee auch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann würde ich mich auch über ein Abo freuen für mehr spannende Bastelvideos. Und bald kommen noch Experimente auf meinen Kanal. Also ich finde es richtig cool. Also seid gespannt. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.